Guten Abend, liebe SZMK-Gang. Am kommenden Freitag, den 17. Februar 2023, ist es endlich soweit. Mein neues Album Ultima Ratio erscheint. Vorab erst einmal vielen Dank für euren Support bezüglich der Singles, die seit Oktober erschienen sind. Bezüglich der Vorbestellungen für die Box, das ist die erste Box, die wir mit SZMK jemals gemacht haben. Dementsprechend bin ich auch sehr stolz auf dieses Werk. Stand jetzt sind alle vorbestellten Boxen und CDs bis einschließlich heute Morgen, Samstagmorgen, verschickt und werden im Laufe der kommenden Woche bei euch eintreffen. Das heißt, ihr bekommt das Album auch schon ein bisschen früher. Man weiß aktuell nie so recht, wie die Post drauf ist, ob DHL doch mal wieder streikt nächste Woche, ob da noch was angesetzt ist. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr informiert, bevor ich hier auf Record gedrückt habe. Aber wir hoffen mal das Beste und im Idealfall haben einige von euch die Boxen und CDs schon am Montag vor der Haustür, vielleicht auch Dienstag, vielleicht auch Mittwoch, im schlechtesten Fall vielleicht Freitag, pünktlich zum Release Day. Aber naja, steckt man nicht drin. Ich wollte euch an dieser Stelle jetzt aber einfach nochmal die Box zeigen, was eigentlich in dieser Box drin ist und wie das Ganze jetzt physisch aussieht, weil man hat natürlich beim Vorbestellen und bei den Singles in den Teasern immer so ein bisschen die grafischen Pop-Ups gesehen, aber nie das reale Produkt. Und heute schauen wir uns das einfach mal kurz gemeinsam an, würde ich sagen, oder? Kleines Unboxing. So sieht die Box aus. Habt ihr alle schon gesehen, zumindest auf irgendwelchen vorgefertigten Grafiken. Wir haben hier das wunderschöne, von mir selbst erstellte Artwork dieses, ja, Gehirns. Hier eine kleine Rückseite, die üblichen Copyright-Hinweise natürlich. Und dann machen wir diese Box im DIN A5-Format übrigens noch einfach mal auf. DIN A5 und prall gefüllt. So, wenn wir das hier aufmachen, springt uns direkt als erstes dieser größere Merchandise-Bonus Inhalt ins Auge. Alles andere schieben wir jetzt mal kurz weg und gucken uns das doch an. Das ist der Windbreaker mit dem neuen SZMK-Logo aufgedruckt. So sieht das Ganze von der Rückensicht aus an. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Ja, müsste man eigentlich erkennen. Das neue SZMK-Logo, nochmal mit ProRipper unten dran, ist halt einfach ein schicker Windbreaker, den man jetzt gerade für die Übergangszeit im Frühjahr bestimmt auch gebrauchen kann. Also wir hatten natürlich die Option, auch einfach wieder ein Shirt zu machen. Aber Sommer ist halt auch noch nicht. Für Hoodie wäre eigentlich schon wieder der Winter um jetzt zum 17.02. Also klar, offiziell Winter bis Ende März, ne? Aber ich habe gedacht, hier für die Übergangszeit so ein Windbreaker bietet sich doch eigentlich an. So sieht das Ganze aus. Natürlich, wie der Name sagt, windabweisend, wasserabweisend, atmungsaktiv, ganz viele weitere Funktionen. Und ja, ist halt ein Windbreaker, ne? Der ist auf jeden Fall in der Box drin. Ich habe mir einen in Größe M gesichert und je nachdem, welche Größe ihr da habt, ist eure Variante dann natürlich in der Box enthalten. So. Dann ziehen wir die Box doch mal etwas näher ran und dann sehen wir hier den nächsten Bonusinhalt. Das ist das SZMK Multitool. Gedanke hinter dieser Sache ist im Endeffekt, so ein Taschenmesserchen wird jeder schon mal irgendwie besessen haben oder besitzt es vielleicht auch. Auch ich habe schon einige von diesen kleinen Taschenmessern, allerdings vergesse ich die immer zu Hause, beziehungsweise denke überhaupt nicht dran, sie überhaupt mitzunehmen. Einfach, weil die vom Design her so gewöhnlich sind. Also im Endeffekt ohne Print oder sonst was ist natürlich praktisch, aber wenn man es braucht, hat man es nie dabei. Und der Gedanke dahinter war einfach, wenn da zumindest mal ein SZMK-Emblem ist und man sich so ein bisschen damit identifizieren kann, die Musik auch noch gut findet, hat man das vielleicht eher mal dabei. Ne? Wir haben hier 13 Funktionen insgesamt. Wir können natürlich mal ein paar aufklappen. Also ist halt ein übliches Taschenmesser, ne? Mit einem Schraubenzieher, mit einem Korkenzieher, mit einem Messer natürlich.
und mit einem schönen SZMK-Print in Schwarz. Das Ganze in Silber gehalten und kann man sich ganz einfach in die Hosentasche stecken. Praktisch, sowas immer dabei zu haben. Und vielleicht denkt ihr jetzt, wenn ihr das hier kauft, auch in Zukunft ein bisschen öfter dran, das auch mitzunehmen, bevor ihr das Haus verlasst. Weil man braucht es immer dann, wenn man es nicht dabei hat. Und das ändert sich jetzt. So, nächster Bonusinhalt. Dann haben wir hier ein kleines Notizbuch. Das können wir erstmal mit einem Gummiband hier verschließen und öffnen. Wir haben hier in der Mitte, das Ganze ist liniert, wie man hier sieht, in der Mitte noch ein Lesezeichen. Und hier auf der ersten Seite habe ich allen Boxvorbestellern eine persönliche Widmung geschrieben. Inklusive Anrede, eurem Namen, ein paar persönliche Zeilen. Vor allem den Leuten, zu denen ich auch so einen persönlichen Bezug über die Jahre hinweg durch ihren treuen Support entwickelt habe, haben da nochmal ein paar persönliche Zeilen von mir stehen. Fand ich auf jeden Fall eine ganz coole Idee, das so zu gestalten. Und auch ein bisschen kreativer als einfach so eine Autogrammkarte. Vor allem viel persönlicher. Und klar, es ist praktisch, sowas immer dabei zu haben. Wir haben das auch praktischerweise im DIN A6 Format produziert. Nicht nur, damit es schön in die Box passt neben der CD, sondern auch, damit man sich's serienkillermäßig schön in die linke Innentasche der Jacke oder des Anzugs stecken kann. Notizbuch ebenfalls dabei. Notizbuch und Multitool sind übrigens auch separat erhältlich. Also wer nur eins oder vielleicht diese beiden Gimmicks haben möchte und sich denkt, die CD brauche ich jetzt nicht unbedingt, streame ich halt das Album und den Windbreaker, auf den kann ich auch verzichten, die können das auch einzeln erwerben und müssen nicht die komplette Box kaufen, nur weil sie dieses Taschenmesser oder dieses Notizbuch haben wollen. Also, bevor wir zum Kernstück der CD kommen, haben wir hier unten am Boden der Box noch das Poster. Viele Leute schreiben mir immer, hey, faltet die Poster doch nicht, weil das hinterlässt blöde Knickspuren, dies, das. Aber Leute, wenn ihr euch das jetzt mal rein logisch und logistisch überlegt, das passt halt in die Box rein. Wenn ich das nicht falte, dann muss ich euch ein DIN A3-Paket fertig machen und schicken. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So sieht das Poster aus, ist im Endeffekt das Albummotiv, nur geht es nach oben hin noch ein bisschen weiter. Also ihr seht auch mein wunderschönes Gesicht. Hängt er euch auf, kann man nichts mit falsch machen. So, und zu guter Letzt natürlich die CD. Das Herzstück, darum geht es natürlich, das ist die Musik in dieser Box. Die Musik, das Album, an dem wir jetzt über ein Jahr lang gearbeitet haben tatsächlich, das jährt sich jetzt praktisch. Beziehungsweise fast ein Jahr. Sagen wir fast ein Jahr. Die ersten Sachen habe ich im April letztes Jahr aufgenommen. Allerdings standen da schon Texte. Also okay, Texte, erste Texte sind schon Weihnachten, Dezember rum 2020 entstanden zum Teil. Nee, 21. 2021, sorry, sind da schon erste Texte für entstanden. Noch bevor mein letztes Album Clusterfuck überhaupt draußen war. Dementsprechend über ein Jahr Arbeit da rein investiert, kann man doch sagen. Das Ganze im Digipack sind insgesamt 18 Songs. Tracklist könnt ihr natürlich auch auf suizidalmusik.de oder auf meinen anderen Social Media Kanälen nachlesen. 18 Tracks, Digipack, klappen wir mal auf. Dann haben wir hier die CD. Nochmal mit dem Cover, das auch auf der Box drauf ist. Ultima Ratio. So. Hier hinten nochmal das SZMK-Logo. Und dann haben wir hier natürlich, wie sich das gehört, ein Booklet. Und in diesem Booklet findet ihr neben einigen weiteren Fotos auch sämtliche Texte aller 18 Songs. So. Wunderschön, oder? Dann basteln wir das mal wieder zusammen. Hier die CD, Taschenmesser. Wir haben das Notizbuch, haben das Poster und natürlich die Box an sich auch, die man natürlich wiederverwenden kann. Könnt ihr allerlei Schnickschnack reinpacken. Und wir haben den Windbreaker, den falte ich jetzt aber nicht nochmal zusammen. Der ist jetzt einfach mal stellvertretend hier. Und das ist dann der Inhalt der Ultima Box, der ersten Box, die wir für SZMK jemals gemacht haben.
Ich bin sehr stolz drauf, muss ich sagen, und will mich an dieser Stelle einfach nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die diese Box vorbestellt haben, und hoffe, dass euch das Album gefällt. Das könnt ihr übrigens jetzt schon hören. Alle Vorbesteller der CDs und der Boxen haben gestern einen Download-Link erhalten und können sich das Ganze jetzt herunterladen und hören. Und wenn ihr noch nicht vorbestellt habt, könnt ihr das natürlich jetzt auch noch machen. Und mit etwas Glück bekommt ihr die Box dann auch schon ein kleines bisschen früher, je nachdem, wie schnell die Post dran ist. Also wenn ihr heute oder morgen bestellt, also Sonntag, müsste das eigentlich noch hinhauen. Montag kann ich nicht mehr 100% sagen. 100% können wir gerade eh nichts sagen wegen der DHL. Aber Chancen stehen gut. Die digitale Version wird es auch noch geben. Also für diejenigen, die die CD nicht wollen, die die Box nicht wollen, die einfach nur die Musik haben wollen, in Dateiformat, können sich diese digitale Version ab morgen, Sonntag, auch herunterladen auf suizidalmusik.de. Der digitalen Version liegt auch das Booklet bei, nur eben als PDF. Da könnt ihr also auch alle Lyrics mitlesen. Und das finde ich auf jeden Fall noch ein bisschen schöner, als das Ganze einfach nur zu streamen und keine weiteren Infos oder sonstiges zu haben und auch einfach nichts in der Hand zu haben. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr das Ding auf Spotify oder sonst wo streamen wollt, okay, könnt ihr natürlich machen, gehört euch dann aber nicht. Wird das irgendwann mal vielleicht offline genommen oder läuft euer Abo bei Spotify ab oder es gibt irgendwelche anderen unvorhersehbaren Ereignisse, wie zum Beispiel Spotify geht pleite oder so, ne? Kann ja alles passieren. Dann gehört euch im Endeffekt gar nichts. Das ist wie mit Filmstreaming, Serienstreaming. Ich sag's immer wieder, besser man hat ein physisches Produkt einerseits und damit auch andererseits die Rechte daran. Wenn man es bezahlt hat, wenn man es gekauft hat, dann besitzt man das. Die Besitzrechte, den Besitzanspruch an diesem Werk, den solltet ihr natürlich haben, den wollt ihr haben, gerade bei kleinen Künstlern wie mir, bei denen man nie weiß, ob die Musik wirklich dauerhaft online bleibt. Ja, das wäre so mein Fazit zu der ganzen Geschichte. Also bestellt euch Ultima Ratio noch vor, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt und schon reingehört habt, dann gebt mir auf jeden Fall Feedback. Folgt mir auf allen Social-Media-Kanälen, drückt auf Abo, dies, das. Ihr wisst Bescheid, ich muss hier jetzt nicht mehr die ganze Werbetrommel rühren und alles runterpredigen. Hoffe ich mal. In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und vielleicht machen wir hier noch einen Livestream zum Release-Day nächsten Freitag, so kommenden Freitag, hier auf YouTube. Da könnt ihr mir noch einige Fragen stellen, vielleicht können wir uns noch ein paar Trailer anschauen, vielleicht können wir einfach noch ein paar Stunden gemeinsam mit einem Livestream verbringen und mein Album-Release feiern. In diesem Sinne, nochmal gesagt, noch ein schönes Wochenende. Du passt nur einmal kurz nicht auf und du glitschst in die Backrooms rein. Und ich empfang dich mit Sekt und Wein. Komm, wir stoßen an auf dein Ende, Kind. Und dann stirbst du tausend Tode wie in Elden Ring. Und du fragst dich, wo ist da die Gerechtigkeit? Nur ein falscher Schritt in die Backrooms reicht. Und wir stoßen an auf dein Ende, Kind. Pro Ripper, Cluster, Flannerman.